wenn es klappt, ist ja Freitag der 13., da habe ich auch Urlaub. Da kommt ja Borderlands 3 raus, wie es vielleicht viele von euch wissen. Und da wollen wir streamen, wenn es klappt, am Freitag, wenn ich das irgendwie schaffe zu downloaden. Und wenn nicht, dann kommt es dann Samstag dafür, halt dann abends. Das mittags ganz normal hier wieder World of Warships kommen mit Thomas und Jojo und danach dann halt Borderlands im besten Fall. Aber wie gesagt, ich habe die große Hoffnung, dass ich es schaffe, am Freitag das schon zu downloaden. Das ist ja schon ein bisschen was, ne? Ein Gigabyte wahrscheinlich wieder. Müsste ich da mal gucken, auch mal, was die. Was ist Pre-Sequel, also der Vorgänger? Was ist der für eine Größe hat der an Dateien? Dann könnte ich mir eventuell schon mal einschätzen. Wollen wir wirklich auf komplett schwer machen? Ich weiß es nicht, wollen wir das? Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Ich meine, ich kann es ja bei Experte mal vorlesen. Startweltgröße groß, Inselgröße mehrheitlich mittel, Inselschwierigkeit schwer, Fruchtbarkeiten spärlich, Erzvorkommen spärlich, Art der Karte ist Archipel, Einkommen gering, Unterhalt bei Stillstand ein, Baukostenrückerstattung, Keine. Gebühr? Was heißt denn hier Gebühr? Kostet. Oh. Oh. Versetzung von Gebäuden aus. Handelsfrequenz selten. Alter. Zwischenfälle in der Stadt schwer. Aufgabenhäufigkeit häufig. Startschiffe Kriegsflotte. Kontor aus. Startkapital klein. Was heißt denn klein? Aufgedeckte Karte aus. Wollen wir das wirklich? Ah, das geht ja noch. Erforderliche Mutti, ich habe Angst. Bedingungen, alle Monumente aus, Investoren aus, Bevölkerung. Hä, was ist denn das hier? Ach, das sind die Siegesbedingungen. Nee, die brauchen wir. Da brauchen wir keine. Nee, nee, komm. Wir wollen uns ja nicht gegenseitig bekriegen. Ach, komm, lass uns einfach mal so richtig hier kommen. Na komm, lass uns mal upragen. Übrigens, die Piratenrolle ist dann auch auf schwer, ne? Oh Gott, die zerfickt uns, ey. Wir müssen die ja nicht suchen, ne? Da Wir müssen Max sie auch nicht einladen. finden. So richtig auf Hardcore mal. Aber Ist ja auch das letzte Mal wahrscheinlich. So. ja. Wollen wir noch zwei KI-Gegner noch mit reinnehmen? Nee, komm, das lassen wir jetzt mal wirklich weg. Ist schon schwer genug. Willst du uns umbringen? Ja. Finde ich fair. Moment mal, wen hätten wir denn alles so? Lady Margaret Hunt. Ich habe mich hierauf schon die ganze Ist Zeit ja wieder keine gefreut. Teilnehmer, sondern irgendwie Mitstreiter, Das sind oder? richtige Mitstreiter, genau. Lady Ja. Margaret Hunts Einfluss sollte nicht unterschätzt werden. Als Mitglied des Königlichen Rates genießt sie allseits Vertrauen und sucht nur selten Mitgefühl für das, was zweifelsohne ein schwieriges Leben war. Schließlich ist sie eine geborene Harlow. Aha. Heißt die Piratenolle nicht auch Harlow? Ist das nicht sogar die Tochter von der Ollen? Ich glaube. Ja, in Hello heißt sie. Ja, Oh, das ist die Füchse Tochter, zu, glaube ich, von Füchse der Ollen. zu, Füchse hinzu. Ja, komm, scheiß drauf. Oh. Wir haben noch einen Slot frei. Wir können noch Admiral Vince Die Geschichte Silver noch wird meiner reinnehmen. Lady gedenken, Margaret denn ich Hunt, das ist schreibe sie die Mutti eigenhändig um von N. für La Jetzt haben wir die Corona. noch zwei schwere Gegner noch dabei. Jawohl. Also jetzt können wir uns gleich erschießen gehen und einen Strick nehmen. Ja, ach Gott, das wird lustig. Ist ja nur so ein Experiment. Ja, ein Alter, bisschen. Bisschen was anotypisch. haben wir getan? Wir töten uns wieder selber. Ach, die müssen sogar laden, die KIs, lol. Lol. Witzig, und die sind schneller wie ich. Haha, ha, alle abgezogen. Spielstand gespeichert. Gespeichert. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Wo muss ich hin? Ich will irgendwo hin. Flotte bereit. Soll ich gleich die erstbeste Insel nehmen? Nein. Ja, doch. Die ist gerade das gut genug. Wo bist du bis hochgegangen? Ich bin irgendwie in der Mitte unten. Ah, das hast du genommen gleich. Das ist gleich die erstbeste. Die ist sogar relativ gut, möchte ich meinen. Ah. Mit Kartoffel, Getreide, zwei Lehm und drei Eisen. Läuft. Alter.
Flotte unterwegs. Ey, ich hab jetzt schon minus 50, ich bin letztens zu mich verarschen. Ich auch. Ich hab auch schon mal einen Insel hier. Ja genau, du bist da. Ja, ich nehme gleich den neben dir. Ach, du bist da, drei da neben mir. Zwei Eisen, drei Öl und ein Die nehme ich und fertig. Ach, du bist direkt neben mir, cool. Ja, vor allem, da wird's am Anfang ja schon schwer mit, hier, Ding zu kriegen. Diesen, hier, sag mir, Hopfen dann auch, für Bier und den ganzen Scheiß, oh Gott. Das ist doch Selbstmord. Was tun wir hier? Das ist echt so, was tun wir hier? Also hier dürfen wir es jetzt echt nicht übertreiben. Hier müssen wir ganz langsam vor. Ja, Marktplatz müssen wir bauen, Scheiß. So, ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ein Konkurrent. Ist mir scheißegal, was der Konkurrent macht. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Nein, ich will noch kein Zwischenziel erreichen. Wenn du jetzt Scheiße baust, ne, dann baust du Scheiße. Ja. Musst du genau aufpassen. Echt nicht einfach. Nee. Also warte, aber mein Handy kann ich doch hier Twitch. Twitch gucken. Oh Mann. Aber jetzt gerade kritisch. Irgendwas fehlt immer. Ach, hier fehlt nix. Ach so, keine Einbindung an den Hafen. Das ist denn auch schon alles klar. Ich kann doch nicht mal auf das Versetzen-Symbol klicken. Deswegen stand da nämlich auch Gebühr, weil du es gar nicht kannst anscheinend. Ja. Muss echt aufpassen, Alter. Sonst fixe dich so sehr weg. Was ist das lila Schiff hier? Meine Flotte erfüllt so ihre Pflichten so unerschütterlich, wie ich es tue. Yeah, oh, ja, das ist, ich glaube, das ist die Margaret noch, oder? Das ist die Margaret, ja. Nee, vom Admiral Vincent Silva. Nee, die lila Schiffe, das ist die Olle. Echt? Ja, ja. Ach nee, der ist blau, der Typ. Der ist blau und zu gesoffen. Das ist echt so. Also, der habe ich besseres Verhältnis als zu dem Typen da. Cool. Finde ich witzig. Obwohl die Olle mir unsympathischer ist. Hm. Wie kannst du bloß so eine Tochter großziehen? Ist echt so, Alter. Rabenmutter. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Matt. So, ich glaube, ich sollte mal die sieben Weltmeere bereisen. Laufen Koordinaten an. Ich habe Ach nee, die eine gehört. Olle ist da links neben mir. Wo bist denn du denn genau? Ich bin rechts neben dir. Ach, du bist rechts neben mir. Dann ist das die rechts. Olle, die links neben mir ist. Ah. Mutter erwartet Befehle. Okay. Alter, ich bin schon minus 110 Bilanz, ey. Schiffsinstandhaltung minus 50. Jetzt schon. Hör doch auf. Ja, ist cool, ne? Alter Vater, ist das greislich. Oi. Komm, lass mal so richtige Twilighter hier sein. Ja, Mann. Speedrun, in einer halben Stunde haben wir das Spiel durch, okay? Ja, auf diesem Modus, genau. So siehst du aus. Hier habe ich irgendwas Schwarzes entdeckt. Ah. Ja, bist du das? Bist du schwarz? Ich bin schwarz, ja. Okay. Neue Ziele?
So, dann scheint der komische Fuzzi da über mir zu sein, wahrscheinlich. Oh oh. Endlich gibt es wieder was zu essen. -130. Eieiei. Haben wir es nicht so einfach? Flotte erwartet Befehle. Oh, jetzt habe ich einen anderen Typen auch entdeckt. Also. Nehmen wir uns ein wenig aus der Schusslinie. So, ich habe wenigstens schon mal 44 Bauern ist bei mir erstmal. Wir haben ein neues Ziel erreicht. Boah, jetzt muss ich Kleidung bauen. Wollt ihr mich komplett verarschen jetzt hier oder was? Das kostet Geld. Habe ich das schon mal erwähnt? Stimmt, habe ich das schon gesagt. Irgendwie Angst, was zu machen. So ein bisschen, aber auf der anderen Seite denkst du dir so Scheiß drauf, ey. Ob ja, das läuft was. Ist echt so. Jetzt brauchen wir Fische. Muss ich eins auf Schnaps auch gleich auch schon. Kostet Geld. So, jetzt Fische, jetzt hab ich schon wieder. Jawohl. Wieder eine scheiß Schiffsinstandhaltung, ey. Spielstand gespeichert. Plus 21 Arbeitskräfte, das heißt, ich könnte mir jetzt nochmal so eine Baumfarm hier hinknallen. Ich brauche das Sägewerk, 8 Holz. Wie viel haut das Ding raus? 8 Holz. Okay.
Sag ich so wenig? Ja. Geht euch doch alle vergraben. Nee. Heute nicht. Heute noch nicht. Nein, das ist nicht gut. Nein. Nee, echt nicht, ne? So, left is in the fish oder left is in irgendeinem scheiß Schiff noch irgendwas drinnen? Nein. Die sind alle leer, normalerweise. Die haben genau das dabei, was man braucht, ne? Eieiei, aber wenigstens ist meine Insel einigermaßen schön groß. Hm. Und muss diesen hässlichen See wieder. Mehr gönnt man uns nicht? Mehr gönnt man uns nicht? Halt dein Maul. Hier, du reißt dein Maul noch weiter hoch, ey. Ah, sei froh, dass du überhaupt leben darfst. So. Jetzt alle schon Schnaps wollen, die ganzen Spastis. Kleidung. Zum Kotzen. Wähle nur die Figuren. Handeln werden sie selbstständig. Aha, sie bietet mir eine Abholaufgabe an. Aber es ist tatsächlich so, ne? Wenn ich von der Frau Margaret, ne, einen Auftrag annehme, dann kriege ich auch plus 2 Ruf bei der Piratenullen. Krass. Hm. Das ist so klar. Das ist krass. Das ist echt krass. Was das so zusammenhängend ist. Hm. So. So. Gott, ich baue gerade so scheiße, ne? Aber. Boah, meine Leute sind glücklich. Oh, ein Glück. Really? Ist ja schon mal ein Schritt. Alle sind zufrieden bis jetzt. Ja, ich bin zufrieden. Aber ich dir keinen Alkohol in den Arsch schieb. Okay. Joden. Ja, genau das habe ich ja nur gemacht, ne? Spielstand gespeichert. Tja, merkst du was? Ja. Die mögen nur Leute, die denen Alkohol geben. In den Arsch schieben. Ja, nur deswegen bist du beliebt, okay. Weil ich den Alkohol in den Arsch schieb. Ja, Mann. Oh, Mann. So eine Arschschieber hier. Ach, ich hab schon immer erreicht, das ist witzig. Hm.
200 Bevölkerung. Hm. Oh, Handy schon geladen. Nice. Nice. Das ging ja schnell. 300er Ping in CSGO. Oh. Hi. Vielleicht können Sie das. Folgen Sie der Spur zur Erleuchtung. Left ist jetzt bei euch oder left ist nicht? Keine Model left. Jo, klar, Model left. Bilanz geht wieder langsam runter, sehr schön. Hm. Ach stimmt, den Archibald und so gibt's auch noch. Hm. Archibald. Hast du die Piratenrolle dann schon gefunden oder was? Nö. Du meinst, du kriegst da plus 2? Ja, ich krieg's ja, wahrscheinlich trotzdem dann. Weil ich mache jetzt nämlich gerade mal die Aufgabe. Witzig. Was mich die olle Alte da, ne? Gegeben hat. Die Omi-Olte. Ey, ich hab ne Insel mit Topfen und Paprika gefunden. Guck dir mal die Insel an, die kleine da. Ich sehe sie nicht, keine Ahnung. Ach, es würde ich auch noch. Oh Gott. Musste es auch noch selber entdecken. Achso, stimmt, wir haben ja noch gar nicht. Siehst du, deswegen. Wir haben ja noch gar nicht. Siehst du. Jawohl. Oh, jetzt kannst du sehen. Die bringt's echt die Insel, ne? Die kleine da. Die Omi, ja. Ne, meine die Insel, die kleine mit Paprika und Topfen. Hm, stimmt. Oh Gott. Ah, das ist der Typ da oben. Alter, wie die KI schon loslich mit Bauen, Junge. Hm, voll OP. What the fuck, ey. Die starten wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Geld. Also die Gegner müssen ja eine Chance haben, ne? Ja. Ja, die Omi ja auch, ey, alter Vater. Spielstand. Aber wie die KI manchmal baut, ist ja auch voll weird. Ja, wird schon ein System haben. Ja.
Ja, euren Schnaps gibt's erst, wenn ihr brav seid. Gibt's erst, wenn ihr brav seid. Ich muss erst die Scheißbrenner reinbauen. Weißt du, so, dass wenn sie mir um die Ohren fliegt, dass es mir nichts ausmacht. Was ist denn dahin? Okay, die frisst sowieso momentan so viel Arbeiter. Da brauche ich 50 Arbeiter, okay. Da muss ich erst mal warten, bis ich so viel hab. Vielleicht momentan nicht. 31. Klären Sie mich auf. Sehr gut. Yeah, ich habe 2320 bekommen und 3 Ruf bei ihr und 2 Ruf bei der Piratenhöhle. Yeah, yeah. Läuft. Lotto bereit. Thomas hier im Big Geschäft. Ist echt so. Oh, jetzt habe ich 56, jetzt kann ich Schnapsbrennerei anfangen. Pont Dura Danges. Gesundheit. Nee, das nennen wir gleich mal um in Portemonnaie. Nein. Nee. Anders. Anders. Zwei Hard City. Geil. Zwei Hard City. Nein. Max, nein. Warum denn nicht? Guck dir mal meine Insel an. Moment. Mit dem Namen. Anwohneraufgabe. Spielstand gespeichert. Hey, was soll ich jetzt machen? Zeug, du alles schon hast, was ich noch gar nicht hab. Okay. Könnten Sie mir helfen, den Ja, ich hol deine komischen Viecher hier. Da hast du. Wir werden komm ich. Von der Witz ist, ich muss ja dann quasi jetzt Stahl einkaufen. 6 Stück, damit ich einen neuen Konter bauen kann. Oder ich kauf gleich Hopfen ein, wegen dem Bier. Ja, ich glaube, das wäre sogar bald noch sinnvoller. So eine Scheiße. Ja, Alter. Bilanz plus 7. Ich bin bei immer noch minus 241. Oh. Ich glaube, selbst bei Twihard bin ich irgendwie schon. Ich brauche mehr Bauern. Ja. Das ist auch mein Ding, was ich immer mache. Bauern bauen bis zum geht nicht mehr. Die Dinge sind, wie sie scheinen. Wir haben keine Unterzeugte bei der Rolle.
Dein Maul. Doch, du keine Sau. Und kann ich nicht Handelsrechte irgendwie hier. Erfolg unmöglich. Ja, okay, gut. Alles klar. Erfolg unmöglich. Ist klar. Ja, nee, warum wird mit dir halt. Oh Mann, ey. Wie ist das Kerlchen denn da? Komm schon, jetzt werden wir besser Bilanz. Unmöglich. Ja, Krieg erklären würde sofort klappen. Ja. Jawohl, meine Leute sind mal glücklich. Ja, es geht auf 80 runter, ja! Bilanz wird besser. Yay, Bilanz. Es bilanziert sich, wie auch immer, oder wie auch immer man das so nennt. Ja, ich könnte mir eine Feuerwehrstation leisten. Yay. Yay. Hooray! Hooray! Dafür habe ich minus 1. Es bleibt wirklich bei minus 1 stehen. Nein! Ah, ich das plus 0, okay. Immerhin. Einwohneraufgabe. Huchhoppla. Ganz nett, trotz all der Taschendiebe. Ich habe jetzt genau eine Bilanz von plus 1. Oh, 20 Wolle gekriegt. Jawohl. Plus 29 Bilanz. Yes! Cool. Did it. Wieso hast du schon geupgradet oder was? Die Leute. Was? Hast du schon die Leute geupgradet oder was? Nee, gar nicht. Achso, okay. Ich hab nur 370 Leute. Über 370 Bewohner. Und die machen jetzt plus 50 Bilanz. Ja. Weil sie auch glücklich sind. Ah, weil sie glücklich sind. Ja, safe, das sagst du. Safe hängt Schnaps hinterher, sind, oder? Ja, safe hängt der Schnaps hinterher. Ja, auf jeden Fall. Also Schnaps machen bis zum Umfallen. Ja, boah, bist du um, falls du heute kein Geld hast. Oder das. Auch eine coole Idee. Oh Mann. Spielstand gespeichert. Boah, soll ich oder soll ich nicht? Nee, noch nicht. Oder doch? Wäre eine Möglichkeit, ja. Nee, da muss ich ja nachher so viel machen. Sonst sollen wir so. Feuerwehr gebaut. Da. Bida! Ja, machen kannst Bilder. Das ist noch ein Holzfäller bauen, das könnte ich machen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Nicht dein Scheiß Ernst, oder? Ein Konkurrent hat, ich gehe mal nicht von der neuen Insel aus.
ordentliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Gleich wieder ein Bauer werden, ne. Von mir aus freigegeben. Die Presse. Hoch erfreut. Ach, alles gut. Okay, finde ich. Das wird die Wahrheit oder etwas ganz ähnliches. Immerhin, ja, minus 25% Aufstandswahrscheinlichkeit, minus 50% Aufstandswahrscheinlichkeit und nochmal minus 50% Aufstandswahrscheinlichkeit. Left. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, direkt. Ja, halt dein Maul. Ja, bei mir passt auch alles, auch alles grün und positiv. Grün und mit positiven Auswirkungen. Wirkungen. Ja. Spielstand gespeichert. Hoch? Alles klar. Ja, das hat der andere Typ auch. Ein Versagen hätte schwerwiegende Konsequenzen. Eine Fotografieaufgabe. Sehr gut. Hätte ich auch schon. Mal los. Pornobilder! Ist echt so. Was für ein Linienschiff soll ich denn fotografieren? Bist du? Eins im Nebel, was ich noch nicht sehe. Ja, dann fahre ich da hin, um das erstmal zu sehen. Ein Linienschiff, wo kommt das denn überhaupt her? Zumindest mal erklären. Ich hab schon mit Gegenwind, dann dauert es ja nochmal 10 Jahre. Das ist eine sehr schwierige Fotoaufgabe. Erstmal Bauern bauen.
plus 106 in der Bilanz, yay. Lotte bereit. Spielstand gespeichert. Ziele? Und wie läuft's so? Ja, plus 45 Bilanz. Normal. Ich weiß, was ich mal eine Schlachterei baue. Stimmt, dazu brauche ich erst noch Ding. Aufrüstung, ja, jawohl. 85. Zwischenziel erreicht. Hafenstadt, yay. Ja, jetzt wollen sie schon Brot. Ach, fickt euch doch. Hunde Kirche wollt ihr auch noch. Leckt mich doch am Arsch. Ja, ich brauche wieder 25. Ziel, ja, bin ich. Bravo. Ein Brot Bravo. Kann ich schon produzieren. Ich habe ja genug Farmers. We were not born to stand now. Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Alter. Ah, du Hurensohn. Eine Siedlung errichtet. Wir haben echt einen echten Knall, ne? Ich bin alt, mein Kind. Gleich töten. Gerne lasse ich der Jugend den Vortritt. Da, jetzt berührt sich bald schon wurscht. Neuer Ziele? Ziele in Sicht.
Spielstand gespeichert. Vielleicht können Sie das Feuer tragen. Ich werde warten. Flotte bereit. Warum habe ich die scheiß Aufgabe eigentlich angenommen? Flaggschiff steht zu Diensten. Oh, cool. Ich habe noch nicht mal so viel. Komm, ab und Müll damit. Hoffen dein Maul! So. Weißt du, soll ich 26 Tonnen Kleidung liefern, weißt du? Und ich habe nur 21. Alter. Ja, Alter, ich will immer fordern in so kleinen Staaten manchmal. Ja, gib jetzt her, Junge. Mm. Und dann einen auf Aggro machen, wenn du es nicht machst, ne? Hm. Dann kriegen sie mal einen halben Herzinfarkt, die Leute. Ja. Ja, wie kannst du mir das antun? Ich hab dich doch nur freundlich gebeten. Ja, ja, genau. Was passiert eigentlich, wenn ich den mal so richtig beleidige? Wo will ich das? Weiß ich nicht. Die ist echt unsympathisch. Ach komm. Komm, einmal eine Beleidigung muss drin sein. Erfolg unwahrscheinlich, was? Bitte? Bei einer Beleidigung? Ich bei der Lady oder was? Unbeeindruckt. Sie bleibt unbeeindruckt, sagt sie. Und der willst du beleidigen oder was? Oder klappt das nicht? Nee, es klappt nicht mit der Beleidigung. Es klappt nicht. Lol. Die lässt sich nicht beleidigen. Erfolg unmöglich jetzt mittlerweile. Ich könnte es ja gerne nochmal versuchen. Ich mache dennoch weiter. Wie geplant. Haben Sie mich beleidigt, Kind? Ich glaube nicht, sonst wären Sie jetzt tot. Alles Ihre klar. Die Königin hat keine umstrittenen Kolonien. Kann ich bei dem Typen einschleimen? Gewährt aus freien Stücken Unabhängigkeit, wenn man sie nur öffentlich genug darum bittet. Ah ja, Tatsache. Der steht drauf, wenn man unterwürfig ist. Alles klar. Weißt du Bescheid, ey. Und warum... Dreckschwein.
Hat mich der Admiral Vincente dumm angemacht gerade? Ich habe ihm noch nicht mal was gesagt, ne? Cool. Ey, du dumme Sau. Oder der fühlt sich schon schuldig, weil er so viel Inseln schon wieder kolonisiert hat oder so. Keine Ahnung. Kann er sein, ja. Dass er sich schon langsam doof fühlt. Und dass er einen anderen auslassen muss ohne Grund. Ja, komm, jetzt beleidige ich dich mal. Absolut sicher ist der Erfolg. Oh. Also, das klingt doch gut. 89 war keine Niederlage, sondern ein taktischer Rückzug. 89 war keine Niederlage, sondern ein taktischer Rückzug und mein erstes Flottenkommando. Okay. Ja, anscheinend war er da scheiße. Ja, anscheinend warst du scheiße, ja. Tja, du Noob. Die nächste Beleidigung, der Erfolg ist wahrscheinlich, ne, dann. Einschmeicheln bei der Olden leicht erhöht, Geschenk anbieten erhöht 5000, ziemlich verarschen. Jawohl, warte mal. Als ob du jetzt. Wie viel würde ich denn bei der dann einschmeicheln? Ja, 5000 bei dem Typen wären es dann. Ah, ne, kann man gar nicht, doch einschmeicheln. Nee. Geschenk anbieten. Geschenk kann man gar nicht, oh wow. Doch, ich kann ihm Geschenk anbieten. Ich ihm nicht? Aber 10.000, ne? Aha! Wie viel Geld hast du? 22.000. Ja, so viel habe ich nicht. Oh. Ich hab gerade mal 6.900. Du hast so wenig, um mir ein Geschenk zu geben. Ja. Mhm. Alter, ey, so ein asoziales Pack, Alter. Schon, ne? Irgendwie so richtig asozial. Weißt du? Ach komm, ich beleidige ihn einfach nochmal. Mann. Langweilig, hat sie gesagt. Langweilig, hat sie gesagt. Und ich war es auch, der die Beziehung beendet hat. Was? Na komm, eine Beleidigung geht noch. Haben sie ihren Rang vergessen? Haben sie ihren Rang vergessen? Nö, komm, gleich noch mit Beleidigung. Das ist einfach albern. Das ist einfach albern. Besser ich bin nicht so ein Typ, oder was? Als kleinmütig. Ja. Besser kleinwüchsig als mein kleinwüchsig. Mit. Ich hatte nur noch 36k bei dem. Oh Mann, das ist mal richtig try hard hier. Siehst du, wir haben unsere Städte try hard city, bzw. try hard village. Also müssen wir try harder sein und alle beleidigen, weißt du? Ja Mann. Das muss einfach sein. Wir müssen alle beleidigen. Weil wir so richtig die Hardcore-Typen sind und die uns da aber trotzdem gerade abziehen. Oh, wir haben bestimmt schon mehr Spielstunden in Anno als diese da. Oh Mann. Richtig teuer. Mann. Jawohl. Was? Jetzt hast du Krieg. Nee, ich hab den gerade zweimal beleidigt und danach einmal eingeschmeichelt, dann war er angepisst, hat mir gleich minus 3 gegeben beim Einschmeicheln. Ich mach auch mal einschmeicheln bei dem. Du musst jetzt zweimal. Bei mir ist er auch angepisst jetzt. Versuchen Sie Ihre erbärmlichen Schmeicheleien woanders. Ja. Ach komm, nochmal einschmeicheln. Das ist geil. Oh lol, jetzt hat er mir ein Plus 1 gegeben. Gut zu sehen, dass Sie Ahnung haben. Komm, nochmal einschmeicheln. Jetzt hat er wieder minus 3 bekommen. Nein, danke, Gefühl zu Sprüche befremden mich nur. Cool, nochmal einschmeicheln. Oh, schon wieder minus 3. Sabbern Sie mich nicht voll, Sie Schoßhund. Komm, es gibt gleich mal eine Beleidigung. Niemand kann so hochmütig sein wie Sie. Ach komm, nochmal einschmeicheln. Ich lasse mich nicht zum Narren halten. Er lässt sich nicht zum Narren halten. Ach, schau. Was passiert eigentlich, wenn ich mich bei der Ollen einschmeiche? Leicht erhöht sogar. Welch unabhängiger Geist sie sind. Welch unabhängiger Geist sie sind. Plus 1. Weißt du, was mich interessiert? Ah. Was passiert, wenn man eigentlich mal alle wichtigen Güter abdreht? Was dann die Zeitung sagt? Alle wichtigen Güter abdrehen? Komm, das machen wir doch jetzt mal. Also Holz ihr und... Ihr kriegt keine Klamotten mehr. Er kann auch gleich so Aufständen führen, ne? Ich weiß. Alter. So, ihr kriegt keinen Schnaps mehr. Ihr kriegt gar nichts mehr. Komm, alles abreißen und nur, Arbeit und kriegt ihr nur auch Kapital mehr. Sammeln. Fleisch kriegt ihr keins mehr. Na, kann alles sein, abgezogen.
Windmühle abziehen, das abziehen, das abziehen, das abziehen. Holz dürft ihr noch machen und Ziegel, mehr dürft ihr nicht machen. Mehr dürft ihr nicht machen. Bin mal gespannt, was gleich abgeht. Die Olle hat schon eine Schiffswerft. Ich sehe es jetzt schon, wie sie mich alle hassen. Als Verbündeter von befinden sie sich jetzt im Krieg mit seinem Feind. Was? Als Verbündeter von cool. Max befinden sie sich jetzt im Krieg mit seinem Feind. Ich befinde mich im Krieg mit dem jetzt. Entschuldigung. Wegen dir. Niemals deinem Feind. Was hast du gemacht? Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ich bin wir sind jetzt verbündet. Ich bin jetzt im Krieg mit dem. Voll cool. Weil ich mit dir verbündet bin. Kriegserklärung gegen uns. Was für eine Art Bauern. Fortsetzen. Was? Erklärt uns den Krieg. Lebt wohl Frieden und Menschlichkeit, denn ein teuflisches Gegenspieler hat sich gegen uns erhoben. Wir können nur darauf vertrauen, dass unsere Tapferen diesen Nemesis von unseren Küsten fernhalten. So, kann ich mich bei dem jetzt wieder aus dem Krieg raus befördern? Oh Mann. Einspeichern. Verträge. Komm, beleidigen. Ich kann ihn immer noch Geschenke. Also das würde annehmen. Ja, alles cool, ne? Hi. Also ich sende gerade 3 Schiffe zu ihm hoch, ne? So, warum, was hat der für Schiffchen? Wahrscheinlich auch noch Kanonenboot, oder? Der hat genau die gleiche Flotte wie ich noch. Oh, Tatsache. Oh, den können wir eigentlich sein Konto ist gerade alleine. Ja, Mann! Da fahre ich gerade hoch. Da fahre ich direkt die Schiffe mit hoch. La 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 la. Schiff und der Instant drauf! Ja, Mann! Den fängt boah, der weg. Konto fängt schon an schießen. Schlecht. Wegficken, wegficken. Formation einnehmen. Jawohl. Zum Angriff. Oh, ein Schiff ist schon weg von mir. Ein Schiff wurde zerstört. Der kabbelt bei mir rum. Ich glaube, der will meine Insel abknallen. Das soll er machen. Ich mach's bei ihm genauso. Die Insel bleibt standhaft. Arsch, Alter. Wir machen dich nieder. Feindliches Ziel erfasst. Er kann das Flaggschiff gar nicht schießen, oder was? Eigentlich schon. Doch, das schießt so ein bisschen. Das sieht man nur nicht. Das hat halt nicht viele Kanonen. Ich bin gleich da. Ja, es wäre praktisch. Ja, da kommen seine Schiffchen. Ach du Scheiße. Die Anker rauskommen. Formation einnehmen. Ein Schiff wurde zerstört. Ich habe Archibald gefunden. Cool, das nehmen wir. Ich biete Ihnen meine und er hat mich gefunden. Jetzt weiß ich auch noch mein Schiff, jawoll, nieder mit den seinen scheiß Kanonenboden. Das Treibboot einkassieren. Ja, okay, jetzt kannst du seine Insel da umschießen. Meine Schiffe sind alle doch. Jawoll. Der Safe geht aber mir auch vor die Tür. Kommt was hier. Und nervt mich. Naja, wenn, dann hat er nur noch sein Flaggschiff, ne? Das ist ja, echt stimmt. Nicht mehr viel. Ja, das gammelt ja bei mir rum. Und sein Konto ist bald down. Also, ja, ich hab ne gleich. Ja, das ist echt so.
schön den Kontonieren machen wollte. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Ach, wirklich? Spielstand gespeichert. Jawohl! Yes. Besiegt! Insel auf! Insel erobert! Ein entscheidender Schlag, aber müssen Sie so darauf herumreiten? Ja. Hey, wir haben. Ah, oh, du hast drei Anteile, jawohl. Ich habe zwei Anteile. Annehmen. So. Annehmen. Easy game. Ist echt so. Erstmal der Insel eingenommen. Genau, du hast ja die meisten Anteile, also müsstest du sogar jetzt nutzen können, oder wie läuft das jetzt alles? Was? Wie läuft das jetzt weiter mit der Insel da? Ja, wir kriegen halt Ding von ihm. Geld, wahrscheinlich. Ich glaube Geld von ihm, ja. Ja, muss ja dann irgendwie, weil wir haben ja Anteile bekommen. Richtig. So, Archibald hat bestimmt ein Schiff zu verkaufen, oder? So wie was, weil es bei dem schon leuchtet. Ne, das Sachen hat. Ob man einmal auf Archibald, weißt du, dann verkauft er kein Schiff, der Sack. So, wie geht's denn eigentlich meinen Leuten? Wir sind eigentlich immer noch im Krieg mit dem, wie kann das sein? Sind bis jetzt zufrieden. Mal schauen, wie lang. Oh. Diplomatie, wie ja, Tatsache, jetzt bin ich von 300. Ja, Anteilseinkommens plus 296 habe ich. Genau. Ja. Hallo. War die KI dumm. Hm. Dann haben wir schnell die Idee gemacht. Hm. Chillig, ey. Echt chillig. Ja. Ist ja easy game hier, Alter. Lass mal nächstes Mal noch schwerer machen. Nein. Gleich eine Negativbewertung, weil zu einfach ist das Spiel. Viel zu einfach. Wer auch immer gesagt hat. Ach, die Insel befindet sich in einem nur vorübergehenden Waffenstillstand. Witzig. Zahl für Schiffsinstandhaltung, aber ich sehe nicht, dass meine Schiffe repariert werden. Mm. Das finde ich auch immer eine Frechheit. Frechheit. Ein Blick. Oh, was will die Presse? Krieg? Meine Stimme. Ey, willst du mich verarschen? Krieg erklärt, minus 50% Aufstandswahrscheinlichkeit. Als ob ich dran schuld bin, dass du mit dem Penner Krieg hattest. Weißt du? Also, der Zeitungsfritze, ne? Die herrschenden Mächte haben sich zum Krieg entschlossen. Die Anwerbung hat begonnen und Leben werden riskiert, um unsere Werte hochzuhalten, Einheit und Ordnung zu wahren und der Gefahr zu begegnen. Die Zeit wird uns sagen, ob der Entschluss ein kluger war. Der Krieg ist vorbei, ne, das weiß er. Das ja, bei mir auch. Gleich mal lektionieren. Das ist echt so, Alter. Plus 5% Gold. Gold, Geld. So, veröffentlichen. Natürlich wissen Sie. Ja, ich weiß das immer besser als du. Ich bin ja auch schließlich
Journalist von der Baumschule oder so. Ich habe das in der Baumschule gelernt. Spielstand gespeichert. Dem Typ gefällt, dass die Propaganda einsetzt. Halt doch die Fresse, jetzt beleidige ich dich gleich mal wieder. Dass es weg ist hier, ich will Minus haben. Was der Ollen gefällt, das ja. Das ist klar. Ne, dem Typ. Was denn dem Typ? Ich bitte Fresse, Sie, Alter. Jeder weiß, dass meine Heirat mit Sir Gilbert am Arsch, Hand dem schicke ich meine Schiffe, ich will, dass er abgeknallt wird. Ah doch, die werden doch geheilt, die Schiffe anscheinend, aber Arsch langsam. Naja, langsam. La 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 la. Vom Vorübergehen der Waffenstelle, ich kann nicht beim Angreifen, das ist so langweilig. Und das eine Schiff von dem fährt ja immer noch durch die Gegend. Das pimmelt bei mir die ganze Zeit irgendwo rum. Suchen Sie etwa nach meiner Achillesferse? Warum ich weiß ich jetzt auch nicht? Macht's halt einfach. Dumm die Damm, dumm die Damm. Das geht auch schon nur, also. Bestimmt Fischerei. Gleich mal anhalten. Gibt kein Fisch mehr. Gibt kein Fisch mehr. Alter. Ja, komm schon, irgendwie muss man doch Minus kriegen. Ist echt so, ne? Jetzt machen wir mal bei der Ollen ein Geschenk, das mich 5000 kostet. Dann habe ich 5500. So, bin ich fast arm. Wie viel habe ich jetzt nur noch? Nur 2000. Okay, boah. Das heißt, wir müssen irgendwie Geld wasten. Nein. Das habe ich bei der Ollen eingeschmeichelt, das habe ich minus 2 bekommen. Cool. Weißt du, was ihre Antwort war? Was? Nein! Nein! Frag mich doch einfach normal. Das ist echt so, ne? So kam es echt rüber. Nein! Oh Mann. Die antwortet einfach mit Nein. Dumme Alte. Hat's noch was Besseres auf Lager? Lebhafte Worte, tote Augen. Lebhafte Worte und tote Augen bringt minus 1, na dann. Ja, schön, dass du trotzdem weitermachst, ja. Du riechst schon nach Erde, weißt du, aber immer noch große Klappe. Lügen überdauern, ganz anders als jene, die sie erzählen. Oma, das zerfällt oder so. Ach komm, den Penner können wir nochmal beleidigen. Besser kleinwüchsig als klein. Ja, das hast du schon gebracht mit dem kleinwüchsig, du blöder Penner. Lass mir was ausdenken. Tausch mit die Schallplatte, Idiot. Das ist echt so... blöd. So, wie kann ich jetzt... Jawoll! Hopp, jetzt lass mich noch ein bisschen Minus machen hier. Warte mal, wir reißen die Kirche wieder ab. Wir reißen das wieder ab, wir reißen den Marktplatz wieder ab. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja. Dann freuen sich so richtig. Ja. Die dürfen nur arbeiten und bekommen nichts dafür. Finde ich fair. Finde ich richtig fair. Wenigstens einer, der mal was richtig macht hier. Ja, sind schon alle schlecht gelaunt. Ja. Inseldurchschnitt minus 4%. Das einzige, was die bloß haben, sind ein bisschen Fisch. Habe ich noch Fisch im Lager? Tatsache. Kann man alles verkaufen. Ein bisschen. Verkaufen? Ja, Mann. Ich hab bloß noch 600 Geld. Ja. Und meine Bilanz geht auch schon wieder ins Minus langsam. Ja, hui! Jetzt sind wir bei 80, wir waren noch vorher bei 200. Ja.
in allen Zeitungen. Spielstand. Ja, seht, da steht in allen Zeitungen halt deine Klappe. Die Arbeiter gehen schon ins Minus. Max macht komische Sachen. Lalalala. Ich hab nur so 40 Geld. Na, reicht das? Reicht doch für als Taschengeld oder nicht? Reicht dir das denn nicht? Wie die Made im Speck. Warte, Moment. Ich glaube, ich könnte den Konto sogar abreißen. Halt die Fresse, Oma. Ja, damit will ich davon kommen. Ey, hat der Typ etwa auch eine Ja, stimmt, hat er auch. Ich glaube, die hätten wir auch zerschießen müssen, den deine Werft. Huh. Jetzt hat er schon das Schiffe. Oh Mann. Sie sind eine Lachnummer. Aber man kann gar nicht ins Minus kommen mit dem Geld. Miss. Es ist schwer, sich von Vorurteilen zu lösen. Beleidigt mich die Olle einfach? Es ist schwer, sich von Vorurteilen zu lösen, gibt mir minus 2. Cool. Also das gibt gleich mal eine Beleidigung zurück. Haben Sie mich beleidigt, Kind? Ich glaube nicht. Haben Sie mich beleidigt, Kind? Ich glaube nicht, sonst wären Sie jetzt tot. Ich kann echt nicht ins Minus rutschen mit dem Geld. Okay, Leute. Ich bleib immer, obwohl ich eine Bilanz von minus hab, minus 18, kannst hab ich dauerhaft 30 Münzen. Okay. Voll langweilig. Kannst du auch nichts mit anfangen, aber trotzdem. Komisch. Echt nicht. La 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 la. Beleidigungen for the win. Er hat das Wort Nummer 11 gesagt. Oh Mann. Es gibt genau 13 schmutzige Wörter. Mal schon. Minus Geld. Minus Geld. Geht das? Oh Mann. Ja? Doch, das werden nur 7. Nicht für Sie, Leute. Oh Mann. Ich würde mal sagen, wir haben genug gemacht für heute, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe überall Minus, ich bin zu. Weißt du was, ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich mein Konto abreiße. Ich kann es leider nicht, ich habe nicht genug Geld. Sind Sie sicher, dass Sie alle Gebäude und Straßen. Ja. Die Flotte sind außer Kontrolle. Niederlage! Oh, Titelbildschirm! Ich kann das nicht, das ist ja gemein. Titelbildschirm. Genau da, wo ich es wollte, am Boden des Meeres. Ah ja, also, der Typ hat gesagt, dass mich genau da, wo er hin wollte. Cool. Ey, der labert immer noch, wo ich im Titelbildschirm bin. Hör auf zu labern, ich muss den Stream beenden, Mann. Jawohl. So, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat's gefallen, dieses kleine, lustige Experiment. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. How not to play Anno. Genau.